Hallo und herzlich willkommen bei SPS Tutorials. Nun zeige ich euch, wie ihr im TIER WinCC ein Firmware-Upgrade durchführen könnt, auch wenn dieses auf normalen Wege mit einem Fehler abbricht. Bevor wir beginnen, kurz vorher noch, warum es überhaupt zu einem Fehler kommen kann. In meinem Fall war es so, dass ich gerade mit dem Update begonnen hatte und gleich danach ein Spannungsausfall an der CPU war. Dadurch hatte ich keine Möglichkeit mehr, das Update auf klassischen Wege durchzuführen. Aber am besten, ich zeige euch das jetzt im WinCC. Der normale Weg wäre, wir klicken auf den Button Lade im Gerät und nachdem unsere HMI gefunden wurde, können wir unter Anpassen Upgrade anklicken. Und normalerweise ist dann 5 bis 10 Minuten später euer Update durchgeführt und alles ist in Ordnung. Aber wie gesagt, funktionierte das leider bei mir nicht mehr. Eine alternative Lösung ist das Tool ProSave. Dieses ist im TIER-Portal jetzt schon mit eingebettet und falls ihr WinCC Flexibel verwendet, könnt ihr unter Start Pro Tool das auch ganz normal starten. Die Oberfläche schaut dann 1:1 gleich aus. Aber wir sind ja jetzt im TIER-Portal und hier finden wir unter dem Reiter Online HMI-Bediengeräte-Wartung, den Punkt Betriebssystem aktualisieren oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wir klicken auf Betriebssystem aktualisieren. Anschließend suchen wir aus der Geräteliste unsere HMI raus und wir klicken auf Update OS. Nun dauert es wieder ein paar Minuten und das Betriebssystem sollte dann fertig aktualisiert sein. Leider gibt es auch ein paar hartnäckige Fälle, wo auch das nicht funktioniert. Aber da gibt es natürlich auch wieder einen Trick und dazu muss man die temporären Dateien löschen. Wie das funktioniert, seht ihr im nächsten Video. Und damit ihr das nächste Video und natürlich auch sonst keine mehr versäumt, klickt einfach auf den Abonnier-Button. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr natürlich auch eine Bewertung und einen Daumen nach oben hinterlassen. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.